Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Regnum Let's Play Warzone. Ja, ich bin auf dem Weg nach Syrtis und ihr seht es, ja, unter der Kontrolle von den Alsen. Jo, ich freue mich, dass die jetzt gerade auch die Steine von Ignis genommen haben. Mal gucken, wie viele dort sind und ob wir überhaupt dorthin kommen und sie ein bisschen unterstützen können. Ja, wir sind eben noch nicht so weit. Ich habe auch nicht immer so das Gefühl, ich kann gut helfen. War jetzt wirklich nicht so aktiv, weil es einfach nicht so motiviert hat. Aber ich möchte natürlich, ja, wenn es gut läuft für uns, schon ein bisschen dabei sein wenigstens. Ich kann den Alsen nicht helfen. Es geht einfach nicht so gut. Ich kann nicht immer dabei sein und immer wieder sterben. Das macht einfach keinen Spaß. Aber ich möchte auf jeden Fall euch noch die guten Szenen und so zeigen. Okay, da sind ein paar. Gut, zum guten Glück bei uns. Die warten wahrscheinlich auf ein paar. Ich bleib mal bei denen. Aber ich möchte schon weiterkommen. Die Reliquien sind jetzt momentan unterwegs. Gut. Also ich denke, jo, die gehen jetzt gleich dann weiter. Also ich wäre froh, wenn einfach ein paar würden irgendwie jo, dabei sein oder so. Oder einfach irgendwelche Items oder so farmen könnten für mich oder so. Irgendwer etwas machen, damit ich einfach mehr Videos zeigen kann oder Livestreams auch machen kann. Ich weiß, dass vielleicht mehr Syrten oder Igen auch zuschauen und ja. Deshalb geht es wahrscheinlich auch den Syrten so gut. Also das ist doch auch ein bisschen dort eher profitieren die Leute. Weil viele von Valhalla noch bei Syrtis sind, aber ja, kann man einfach nichts mehr machen. Also das ist einfach so, dass wir da einfach im Nachteil sind, wir Eisen. Aber freut mich, dass ihr auch mich mit mir zuschaut und ja, auch Freude habt, auch wenn ich bei Alsius bin. Ich war ja damals schon 2016 ungefähr schon mal bei Alsius und ich wollte einfach bei Alsius bleiben. Auf Ra. Jo. Auf Valhalla war ich eigentlich immer wieder ein bisschen Syrte und Ige. Ich glaube mehr Ige. Und ich bin einfach nicht gerne in einem Volk, wo es einfach übertrieben viele Leute gibt oder so. Das habe ich nicht so gern. Tot, da ist er. Ja, ich habe ihn nicht bekommen, aber egal. Ah, da habe ich noch einen. Man sieht ihn fast gar nicht von diesem Gewitter hier. Ja, ich muss buffen, merke ich mir. Ich sollte lieber buffen, als dann, weil das geht immer so lange, bis ich endlich dann rankomme. Jo. Ist egal, es ist, ich brauche ja nicht so viele wie andere Suchtis. So, der Drache. Sehr schön. Ah, hier ist Ufo. Aber von meiner Gilde ist jetzt gerade niemand online. Die sind meistens am Abend mal ein bisschen online und ja, tun dort vergeblich irgendwie meistens nach Herbret gehen oder nach Samal. Sonst ist meine Gilde, wo ich drin bin, Eistemplerorden, leider sehr inaktiv geworden. Kann ja mal euch zeigen. Das ist schon 11 Monate, ein Jahr, 2 Jahre, ganz viele. Ist leider nicht mehr so gut. Aber ja, ist ja in Regnum auch sehr schwer. Die Motivation bei den meisten ist leider, ja, ziemlich im Keller. Schade, weil ja, es kommen einfach zu wenig Updates und das Balancing und ja, einfach auch die Spieleranzahlen sind halt durcheinander. Jo. Ich möchte kämpfen, ich möchte Kämpfe zeigen. Ja, schade, dass es immer wieder so lange geht, bis die Leute endlich weitergehen. Weil es ist halt wirklich, jo,
Die Spieler müssen sich motivieren, wenn es die Entwickler nicht machen. Und das sieht man halt immer wieder, dass die Spieler einfach die ganze Zeit warten und irgendwas anderes zocken nebenbei. Und dann geht nie etwas mit Videos und so, da kann man einfach kein Gameplay zeigen. Ja, es ist ein bisschen schade. Das Zestorum. Ja, so viele Bekannte sind jetzt nicht da. Also ich kann mich an die Namen nicht so gut erinnern. Regenerate kenne ich, glaube ich. Ja, LSD kenne ich. LSD. Der beste Name, weißt du. Wird in anderen Spielen wahrscheinlich direkt gebannt, aber hier in Regnum nicht. OnlyFans, okay. OnlyFans ist doch eine Webseite, wo irgendwie Guides oder so erstellt oder so. Ich weiß nicht genau, was die machen. Oder einfach MMORPGs bewerben. Archangel ist bekannt, genau. Ja, sind ein paar bekannte Spiele. Hoffentlich auch ihr irgendwann mal. Sehr bekannt. Es gibt ein paar, oder? Die wahrscheinlich mehr zuschauen, weil sie ja, denken, ja, ich mache ja Videos über das Spiel. Und motiviert sie vielleicht ein bisschen. Aber ich kann echt nicht so viel sagen. Da müsst ihr zuerst aktiv sein, dass ich sehe. Also vor allem bei mir dann in den Videos oder das Schreiben, also du bist der, der und du, ja, du zockst viel zu viel. Und gewinnst auch immer, weil du jede Taktik und alle Items schon hast und so. Mir nimmt mal Wunder, wie viel von euch schon top-equipped waren oder so. Das ist ja das, was ich mich interessiert, weil ich ja Hack and Slays spiele und immer auch gerne so die Items der anderen bewundere dann. Was habt ihr so für Items und ja, wie kann man die holen? Wer verkauft die noch, oder? Oder wo droppen die? Ich habe jetzt elend lange gefarmt und ich habe nichts gedroppt. Also, was würde das Spiel sagen, ne, Drago? Wenn du da nicht stundenlang spielst und handeln kannst, auch mit Spanien und so, also mit Spanisch Sprechenden, also Argentinien oder so, dann ist das Spiel echt nicht für dich. Naja, ich mag ja auch keine Wartezeiten, deshalb ist das Spiel schon fast nicht für mich. Also es ist mir einfach manchmal zuwider, ständig zu warten. Oder ständig auch zu verlieren, weil man zu viel wagt und so. Da brauche ich einfach Unterstützung und ja, das Spiel muss ja es machen und nicht irgendwie eigentlich andere Spiele, sondern ja. Ist halt sehr schwer. Na gut, aber es ist machbar. Der Entwickler kann da viel mehr machen. So. Geht mal was. Es ist klar, wir müssen noch warten auf. Also der Drache ist ja dort, aber wir müssen noch warten, bis alle bereit sind, aber es geht immer zu lange. Weil die Leute machen nie vorwärts, die halt langsam sind. Und das war damals schon, also. Als ich da angefangen habe zu spielen, waren so unglaublich viele drauf. Es hat immer wieder geleckt, weil so viele Spiele an einem Ort waren und so. Das war noch wahrscheinlich 2007. Auf jeden Fall war es sehr früh. Es war eigentlich, ich weiß nicht, ob es noch, es war Closed Beta, wo ich begann. Also nicht ganz am Anfang angefangen, sondern ein, zwei, drei Monate später oder so. Und mir hat das Spiel so gefallen, aber ich habe schon früh gesehen, dass ich einfach nicht genug bereit bin für so ein Spiel. Es hat einfach viel mehr Zocken. Ich habe sogar im Sommer 2008 habe ich sogar die ganze Zeit einfach das Fußballtraining geschwänzt. Ich bin dann wieder rausgeflogen aus dem Verein und dann hat es mir gereicht. Und dann habe ich eigentlich die ganze Zeit Regnum gezockt. Als vor allem die Vollversion draußen war, war ich dann wirklich mega motiviert, immer der Beste sein zu wollen und so. Aber das habe ich leider schnell wieder weggelegt. Eigentlich schon bevor ich mal Game Master wurde bei Gamigo.
dann habe ich einfach meistens nur noch die Spiele gemacht, mit, also den, die Events mit den Spielern. Und ja. Dann ist nicht mehr so viel gelaufen. Ich habe ja dann irgendwann auch Diabetes bekommen, die Bands, und war mir einfach zu anstrengend, Regnung immer zu zocken. Da immer vorbereitet zu sein und alles. Und jetzt habe ich seit mehreren Jahren eigentlich immer wieder die Lust, wieder viel zu machen. Aber das Spiel holt mich nicht mehr so ab. Das ist, ja, es sind zu wenig balancierte Spieler online. Das sind meistens halt die Syrten oder die Igen. Und ja, wenn ich öfters sterbe, dann will ich natürlich auch nicht aufnehmen. Oder wenn ich gerade am Farmen bin, möchte ich auch nicht rüber wechseln zum Ritter und zeigen. Uns hat er immer gesagt, spiel mal die anderen Charaktere, aber die können einfach in der Warzone nichts machen. Vor allem auch der Beschwörer. Ich bin viel zu gestresst, um einen Beschwörer zu spielen. Ich werde zu schnell unruhig und ja, nervig, genervt. Es ist einfach nicht so für mich. Also ich habe den Ritter gewählt, damit ich euch genug lange die Schlacht zeigen kann und erst dann getötet werde, als direkt am Anfang rausgefiltert zu werden und so. Und mir gefällt das Ritter, aber eben, es ist halt nicht so gut Abwechslung, oder? Jetzt bin ich gerade sehr unkonzentriert. Es ist einfach schwer, oder? Es ist so, okay. Gut. Dankeschön für das Helfen. Amanda Xoli heißt der, glaube ich, oder so. Und ja, eben. Ich kann natürlich noch Hilfe gebrauchen, also macht's ruhig. Danke mich natürlich auch gerne. So, also. Die werden mal wieder überrascht. So, wir haben jetzt mal einen Kill. So, kann ich abholen? Ja, ich wusste, dass er eine Missstand. So. Jetzt schauen wir, dass wir einfach mal hier bleiben, sonst werden wir abgeschossen. Von den Bogenschützen und so. Auf den Mauern. Ihr seht es, ich bin sehr vorsichtig. So. Aber wir sind irgendwie genügend. Wir werden da schon schaukeln. So, jetzt wurde ich wieder getroffen. Mann, das ist immer so schwer, da jemanden rauszusuchen. Ich habe doch diese Taste. Wo war die Taste? Mit den Spieler anzeigen. Ach, das sind nur die. Okay, das sind nicht. Das sind nur die Eisen. Und dann sehe ich aber doch auch. Okay, hat nicht gewirkt. Das ist ein Ritter. So, dem mal ein bisschen helfen. Okay, defensiv, das war wichtig. Jo, es kann fehlschlagen, denke ich mal. So. Aber ich kann jetzt wirklich nicht nach vorne, sonst bin ich sofort tot. Ich will euch das zeigen können. Aber schön, alle, für die da sind. Dankeschön, dass ich wieder ein Video machen kann. Und natürlich für euch gutes Gelingen. Auch wenn ihr jetzt gerade nicht hier seid, sondern irgendwie AFK oder so. Reicht doch aus. Einfach für die, die Regnum unterstützen. Ja, ein Dankeschön. Auf jeden Fall mal. Ich habe die Kröte gar nicht rausgenommen. Die Skikröte, die muss natürlich draußen sein, dass wir defensiver sind. So. Kommen nicht noch mehr. Ich habe das Gefühl, wir sind nur ein Teil von also vom mittleren Brücke. So. Gut. Habe ich einen mal wieder ein bisschen bekämpfen können. Ich merke da in den letzten Parts, ich halte doch nicht so viel aus. Ich muss mich ein bisschen zurückhalten noch. So, der andere Spieler, den ich mich erwischt habe, auch tot. So, und den Ritter und ich mal versuchen. Soll ich mich jetzt wieder defensiv machen? Ich glaube schon. Defensive Haltung machen. Ich glaube, ich gehe lieber wieder zurück.
und mach das kurz. So. Also jetzt können wir wieder die 1 nicht einsetzen, muss ich mir merken. So, na, habe ich erwischt. Gut. Oh, schön. So, und wir gehen hier. Noch hier. Also ist jetzt gerade. Was ist jetzt hier? Der kann ich markieren. Immer diese schöne Dinge einsetzen, einschüchtern, oder? Hilft uns auch ein bisschen EXP zu bekommen. Also Ding. Wie heißen sie? Willenpunkte. So, sehr schön. Also die Syrten waren ein bisschen zu aggressiv. Jetzt gerade auch die Barbaren, die reingekommen sind, die hätten nicht reinkommen sollen. Ja. Es erinnert mich, das Spiel erinnert mich so an Medieval 2, weil ich ja das auch Let's Play. Es ist so fast gleich, oder diese Taktiken, die man halt einsetzen muss, um irgendwas zu erobern. Ich würde gerne irgendwie ein anderes Spiel noch spielen können, wo man Burgen im Singleplayer oder so einnehmen kann, oder ja. Ja, den Mountain Blade Warband oder so spielen wieder mal. Da kann man das immerhin. Oder eben, es muss halt ein neues Spiel rauskommen oder ein ähnliches Spiel. Ich weiß nicht, ob es bringt, etwas Dark Age of Camelot Renewed oder wie das heißt, zu spielen. Reborn, also nicht mehr, wie es heißt. Oder eben noch ein bisschen zu warten auf Ashes of Creation. Okay, ich bin jetzt gerade ein bisschen in Trouble. Nein, Mann, immer diese Dauerstunts. Stellt euch das so ein, dass man 2 Sekunden nicht gestunt werden kann. Entwickler. Das ist heftigst. Okay, ich muss mal kurz. Oh, wir bekommen aber schön. Es lohnt sich schon, in den Invasionen dabei zu sein. Aber meistens sind die so schnell. Ich habe jetzt Ignis Invasion gesehen und bin sofort ins Game gegangen und sie waren schon fertig mit dem Edelstein holen. Es geht einfach so schnell. Ja, weil es auch verzögert ist, stimmt. Es wird verzögert. Okay, gut. Immerhin. Ach Mist. Aber das Hindernis ist ein doofes Spiel. Doofer Debuff. Oder ist jetzt gerade einer gestorben? Ja, das ist blöd. Das ist saublöd. Ich werde downgestellt. Kommt raus! Kommt raus! Raus! Raus mit euch! Gut. Raus, alle raus! Währenddessen müssen wir kurz ein bisschen ignorieren. Das Mana. Ja, es kommt kein Nachschub. Mist. Ich habe keine Chance, so es sind zu viele Syrten. Na gut. Jo, also. Wir brauchen ein bisschen Unterstützung. Es kommt wirklich niemand mehr rein. Ich muss es irgendwie warten, danach rausgehen. Okay, sind noch zu wenig. Wir sind zu wenig, aber wir können da nicht so viel machen. Ich tu mal die Hintern einfach beschützen. Ja, das ist einfach der einzige richtige Schutz, oder? Wir könnten noch Magieschutz machen, ja, nehmen. Aber ich muss mich sowieso auch mal nochmal so neu skillen. Weil ich weniger von diesen Stunts und so gebrauchen kann momentan. Nehme ich die einfach so ein bisschen raus. Also das nehme ich mit, einschüchtern. Hab Gewandtheit und so, es bringt einfach nichts, wir sind noch zu schwach. Die meisten sind sowieso sehr dicke angezogen. Die haben schon gutes
defensives Equip. Okay, dann hat es nicht mehr gereicht da vorne. Ja. So war der erste rausgeht und hier mitkommen. Sie sind jetzt am Tor, man sieht einfach die Roten. Ja, die müssen jetzt raus. Ich gehe jetzt auch raus. Okay, sie sind wieder weg. Aber wir haben jetzt gerade defensive Aura wieder aktiv. Wie heißt's? Heldenpräsenz, genau. Und wir schaffen's. Ey, ist so geil, wie schnell das ging. Wow, Respekt. Das war ein guter Präventionsschlag. Und ich kann einfach noch nichts machen. Unterstützt mich doch, dass ich auch ein starker Ritter werde. Ich würde so gerne ein starker Barbar oder Schütze sein oder so und mal richtig Mordsschaden machen jetzt. Geht leider noch nicht. Also so langsam bin ich eigentlich noch nie stark geworden. Ich bin ja sonst immer wieder ziemlich schnell. Also ich hab's ja nicht mehr so, also die alten Videos sind ja weg vom alten Kanal und so, aber also vom noch älteren Kanal. Ab damals habe ich schon ein paar Sachen gezeigt, wie ich schneller war, stärker war. Und ja, die ersten Videos, die kommen schon mega gut an. Also zwar jetzt nicht mehr so viel Zuschauer, die sie bekommen, aber es war noch eine Zeit, wo Regnum wirklich sehr beliebt war. Und dadurch einfach viele Aufrufe bekam. Ja, es wäre schon cool, wenn natürlich über YouTube Regnum wieder besser ankommen würde, oder? Wenn die Leute wieder Lust hätten, Regnum zu schauen und so. Aber vom Spiel her kommt halt wirklich zu wenig und so ein Einzelner wie ich kann halt auch nichts machen. Ist schade. Aber wenn Spiele einfach so durch YouTube und Twitcher Beliebtheit bekommen, ist halt immer toll. Aber dafür muss halt vom Entwickler zuerst etwas kommen. Oder es muss ja sich für euch auch lohnen, zuzuschauen. Ja, und von mir kann halt nur teilweise dann ein Video kommen, wenn es halt wirklich ziemlich gut läuft für uns allen. So, ich brauche wieder ein bisschen zu viel. Ja, ich muss manchmal ein bisschen warten, aber Unsicherheit. Der hat sich aber befreien können. Wie Ritter mega zäh werden können und hat manche, zum Beispiel Barbaren, mega stark werden können. Das hat schon sehr unbalanciert. Das würde ich sofort nerven. Ja, ich habe es immer noch versucht, aber sie sind mega inaktiv, die Entwickler. Also, ich bekomme keine E-Mails über oder so. Ich kann jetzt nicht ins Livestreamer-Team kommen, auch weil ich aber nicht livestreamen kann momentan. Ich habe die Schnelligkeit eingeschätzt. Und ja, einfach die Konzentration manchmal nicht stimmt, um so ein Spiel zu spielen. Ich halt jetzt momentan auch viel trainiere und deshalb wenig Zeit habe sonst. Aber es kommt sicher wieder, dass ich da irgendwie wieder in ein Team reingesteckt werde, zum Beispiel das Event-Team. Ja. Ich bin jetzt auch wieder am Spanisch lernen, also vielleicht können sie mich ja dann irgendwann mal einstellen, weil ich ja auch gut Spanisch kann dann. Und halt die Events dann auch übersetzen kann ins Englische und ins Deutsche. Wäre doch gut für die Entwickler, oder? Weil ich kann gut Sprachen lernen. Ich vergesse manchmal zwar ein paar Sachen natürlich wieder, aber ja, das ist klar. Jo, es sind also wirklich gut viele Syrten hier trotzdem. Es wird wahrscheinlich noch nicht so der Fall so sein, dass wir die Edelsteine holen können. Aber ja, immerhin haben wir es jetzt auch mal wieder versucht.
Die Syrten haben jetzt eigentlich jeden Tag einen Drachenwunsch, also wir sind zusammen reißen und helfen. Hm? Und wir haben keinen Drachenwunsch mehr, Grotte. Wann haben wir den letzten Drachenwunsch gehabt? Muss ich noch nachschauen? Jetzt will ich nicht nachschauen, aber ich könnte nachschauen. So, nochmals. So, Leute, Verteidigung. Das ist kein Item, ist einfach nur etwas, was man trägt automatisch. Ja, das ist ein bisschen zu schwer. Wenn ich nur die sehen würde, dann ist ein Ritter, ist ein Baba. So. Jo, und ich spiele halt so viel Spiel, ich kann jetzt nicht immer alles perfekt machen. Ich muss also wirklich mich auch ein bisschen mehr drauf konzentrieren können. Lass den mal in Ruhe. Lieber hier vorne den, die unterstützen. Oh, wie schnell die tot sind, ey. Wow. Heute haben wir einfach mal so 40 mitgeholfen. Ah. Heute haben wir ungefähr 40 Gegner einfach mithelfen können. Boah, so einen Einzelnen halt mal töten zu können, wäre auch nicht schlecht, aber ja, es gibt meistens nur die, die noch nicht Level 60 sind dann. Und ja, ein Ritter ist einfach zu schwach, wenn er nicht so ein mega Schwert oder so. Ich dachte, es gab da mal ein Amnun-Test-Ding mit Baba, dass er stärker wird. Aber scheinbar ist da nichts draus geworden. Weil, oder er ist noch defensiver geworden, was ja eigentlich nichts bringt. Aber ich hätte schon gerne einen Ritter, der ein bisschen etwas schlagen kann. Okay, ich habe wirklich die Spells und so nicht. Aber ja, kann man nichts machen. Ich muss ja irgendwie, muss ich ja Präsenz zeigen können, oder? Okay, da kommen zu viele. Mann, wenn ich einfach nichts machen kann. Also ablenkendes Hindernis wäre für mich ein ganz dickes Nerf. Ein Nerfgrund. Das ist ja so hammerhart, wenn man nichts buffen kann. Wie das Bell noch reingekommen ist. Wegen Zielsuche. Das war der Gift. Das kann ich wieder hieß. Ich habe ihn ja. Also. Ich habe ihn ja sonst nie beim Jäger. Müsste ich auch mal nehmen, aber hat schlechte Reichweite. So. Da die Buffs noch wirken, scheinbar. Gut. Oh, ein sehr einfacher. So, mit Heldenpräsenz gehen wir jetzt raus. Okay, sie sind wieder weg. Oh, die haben Syrten halt wieder. So, also wieder ein bisschen markieren die Gegner. Schön anpieseln. Ja, sie sind momentan nicht im Nahkampf aktiv. Schade. Sind alle gestorben. Alle Nahkämpfer sind abgerotzt worden von uns. Nochmals ein Kegel. Super. So geil. Ja, es lohnt sich schon, einfach dabei zu sein. Aber ja, ich bekomme ja nicht Equipment. Also mich motiviert es jetzt auch nicht unbedingt, so mega immer dabei zu sein. Jetzt in letzter Zeit ging es mir so schlecht. Also jetzt geht es mir eigentlich immer noch schlecht. Vor ein Last Epoch Part aufgenommen, wo ich richtig krank gewirkt habe und habe mich kurz jetzt ausgeruht, genug gegessen. Und obwohl ich nicht so viel mag essen. Und jetzt geht mir schon viel besser, aber ich bin natürlich immer noch krank. Man merke ich es jetzt auch gerade nicht so schwer. Ja. Das ist wahrscheinlich die Abkühlung, es ist die Heizung, die mich so krank macht. Und wenn ich das lang das Fenster aufmachen kann, dann bin ich wie genesen wieder, oder? Ja, die Krankheit mich, die
Ding, die Heizung nicht krank macht. Aber es ist ja unglaublich, wie so moderne Gebäude immer geheizt werden müssen automatisch. Das ist so schlimm. Der Buffs kommt. Präsenz wieder, okay. Jetzt sind sie schon wieder hier. Die kommen immer wieder zu sterben. Wieso wollen die so viel sterben? Oh. Was machen die hier? Oh, da war. Da war der Gegner. So, Dille. Schnell kratzt, das ist doch ein Deutsch, oder? Schnell wie der Wind. Ja, schöne Grüße an Schnellkratz. Oder Schnellkatz. Auf jeden Fall. Schön, dass ich gegnerische Deutsche sehe. Deutschsprachige. Auch englischsprachige würde ich gerne ein bisschen mehr sehen. Ja, ja. Die anderen Länder, also die anderen Sprachen vor allem, sind auch ein bisschen mehr für so ein Spiel. Okay, der Entwickler hat es nicht so verdient, aber jo. Der wird natürlich auch nur durch Geld natürlich besser. So, ich glaube langsam die Steine werden geholt. Wo ist der andere Stein da unten im Wald? Irgendwo hier. Oder hier unten. Und der eine Test, der noch hier. Auf der Insel kann das sein, ist im Vergleich weit. Ja. Ich würde gerne mal mitkommen können, aber dafür müssen halt einfach Leute, die ich kenne oder so, mich mitführen. Oh, sind wieder viele. Ich buffe die mal. Sind defensiv. Ja. Machen wir einfach mal die Heldenpräsenz auch an. Lieber hier. So. Gut. Ja, es lohnt sich hier eine Invasion dabei zu sein. Es motiviert mich jetzt wieder umso mehr. Also es könnte wieder mehr Videos kommen natürlich. Aber es ist auch sehr anspruchsvoll, so zu zocken, oder? Also was ich eigentlich jetzt aus Hauptgrund machen würde, sind diese Buff-Effekte. Einfach mal ein bisschen reduzieren. Man sieht einfach gar nichts mehr. Man sieht den Feind auch nicht mehr so richtig. Oder die Übersicht. Einfach mal die Übersicht würde ich als ersten Patch einfach mal so richtig nerven. Also verbessern, also die Effekte nerven. Und das einfach nicht gilt. So. Wenn ich jetzt irgendwie stunnen will, dann will ich das sofort machen. Und nicht so, oh, das Spiel muss das noch berechnen und ja. Es gibt noch diese Ausführungszeit und alles und der Gegner kann schon lange angreifen. Bei einem viel langsameren Spell. Das mag ich einfach so gar nicht. Also dieser Typhoon heißt er, glaube ich. Der ist so langsam, bis er endlich eingesetzt wird und er kann ihn noch einsetzen. Weil niemand kann ihn stunnen und so weiter. Ist ein bisschen doof. Es ist halt wirklich ein Kampfsystem, das nicht in ein solches Spiel gehört. Dieses Kampfsystem kann in einem Low-Rollenspiel, Solo-Rollenspiel, kann das eigentlich gut funktionieren, aber nicht in einem hektischen RVR-Multiplayer-Rollenspiel. Da muss ein Last Epoch Diablo 4 Kampfsystem hin, wo man halt wenig Stunt und dafür schnell viel Schaden machen kann und so. Ja, ist nicht gerade das Richtige. Also, wenn ich jetzt kein Rollenspiel, also ein richtiges Rollenspiel mit Rollenspiel, Gerede und so machen würde,
dann würde ich wahrscheinlich ein Champions of Regnum 2.0 machen, also ein ähnliches Spiel mit Hack and Slay Online. Und mehr Völker, also mehr Türme und mehr Forts und so. Aber jo, es ist halt schwer zu machen. Vor allem, wer tut die selber auch bezahlen? Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit denen mitgehen soll. Eigentlich schon. Ich gehe mal mit denen mit, auch wenn es halt schwierig sein wird. Ja, okay. Wenn die schon so aufgehalten werden hier. Schade, der Barbar ist tot. Dafür haben wir wieder einen bekommen. Ja. Sehen Sie, ein Deal kommt mir auch sehr bekannt vor. So. Ja, das Video ist schon lange, hä? Soll ich jetzt das Video unterbrechen? Nein, niemals. Dago, mach längere Videos. Gehen wir Gamers holen. Das ist immer so cool, spanische Sprache. Gamers holen. Jo. Werden wir erfolgreich sein? Ich könnte ja, wenn die Gems auf dem Weg sind, noch ein Part aufnehmen. Aber ich mache jetzt mal Schluss kurz, also eine Unterbrechung von einem Video. Und ich könnte gerne dann mal livestreamen, wenn es mir besser geht. Jo. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.